Ja, hallo erstmal. Also zu der Idee, zu unserem Zeichenroboter, was er am Ende ist, sind wir gekommen. Es gab diese große Überschrift Kultur und Gesellschaft, glaube ich, war das. Und wir haben uns halt gedacht, wenn das Ganze so ein bisschen größer wird, dass man am Ende damit Häuserwände bemalen kann und damit Maler sozusagen nicht auf große Leitern stellen muss oder auf gefährliche Konstruktionen und das dann übernommen werden kann. Also erstmal hat der Computer gestartet, den muss ich jetzt kurz anmelden. Okay, das hat so funktioniert. Also, erstmal zur Funktionsweise. Der Maler funktioniert mit zwei Schritt. Also, kennt ihr erstmal das Spiel Sketch, Etch a Scratch? Heißt das so? Etch a Sketch. Das ist vor allem in den USA ziemlich beliebt gewesen. Das ist so ein, also ist so ein großes weißes Feld und zwei Räder. Man dreht an diesen zwei Rädern und im Endeffekt zeichnet man dann auf diesem Feld was. Und wenn man das dann schüttelt, dann ist es wieder komplett weiß. Und wir haben uns an dem Prinzip da jetzt orientiert. Also nur, dass es jetzt nicht komplett weiß wird, wenn man schüttelt. Wir vom Prinzip her sind diese zwei Räder mit Motoren angeglichen, die dann mit dem Raspberry Pi gesteuert werden, um ein bestimmtes Bild zu zeichnen. Das macht dann der Mensch selber nicht mehr. Und die Mechanik ist vom Prinzip her die gleiche. Da haben wir uns sogar nochmal das Patent angesehen und das nachgebaut. Hier sieht man das, da sind halt jeweils die zwei Motoren. Da ist das merkwürdige Konstrukt, mit der das verschoben werden sollte. Also es wird hier rangezogen. Die Holzdinger werden mitbewegt und dementsprechend auch der Stift. Und der zeichnet dann dementsprechend. Das Programm ist in Python geschrieben. Jetzt muss ich den Befehl blind eingeben, ich sehe leider nichts mehr. Okay, es wurde gewechselt. Wie? Okay. Ist jetzt richtig? Okay. Kann noch mal. Es sollte mal wieder auf das Ding gewechselt werden. Ja, wir hatten leider einen ziemlich großen Zeitmangel. Wären wir fertig gewesen, dann hätten wir erstmal das Programm weiter bearbeitet, sodass er halt auch ein Bild zeichnet. Das haben wir leider nicht mehr geschafft. Und unser Konstrukt besteht hauptsächlich aus Gaffer-Tape und ja. Okay, jetzt wird es nochmal gestartet. Und falls Sie sich fragen, ja, das sind wirklich Äpfel, das war einfach der Mangel an Gewichten, die wir aber brauchten, um irgendwas bewegen zu können.